beim Blinkt. Essen einhängen. Genau, blinkt. Ja, blinkt sehr hin. Wo geht die zweite hin? Der zweite ist dann schon da oben zum Dunkeln, hast du eh schon mal gesehen. Sehr gut. Und ja, du kannst dann, wenn du da oben bist, direkt auf diese Felsplatte, die da von links daherkommt, gleich draufsteigen. Ja. Und dann nur mehr so links rüber. Dann noch über den kleinen. Kommen dann da oben noch weitere Haken dann? Die ja, nahezu, ja, da ist eine Menge, also das ist absolut perfekt abgesichert. Mhm. Und dann einfach links nach rüber, da ist dann eh so ein Grasband unten, da kannst du auch rüber gehen, wenn du magst. Mhm. Und dann siehst du eh schon die Höhle und dann einfach, wenn du unten bist, gerade nach oben zur Höhle. Also ganz ist nicht zum Verfehlen. Alright. Passt. Das Schwierigste hast du hinter dir. Wow! Thank you.
Stand! Dann hängen wir dich jetzt raus. Jo, passt. Du kannst das restliche Schlappseil einziehen, wenn du magst. Jetzt kannst du uns in die Sicherung reinbauen. Okay, eingehängt. So, dann kannst du noch einmal kontrollieren, ob es eh haltet. Und dann startest du einfach mal mit einem Seil den Rauf zu sichern. Ich fange einfach mit einem an zum Ziehen, wer auch immer nachkommt. Wiederholen bitte.
Wer von euch mag starten, linker oder rechter? Links mag starten. Und schauen wir mal, ob dein links auch mein links ist. Das ist die große Frage, ja. Aber du kannst ihn mal an einem anziehen. Dein links ist mein links. Okay, go. Da ist noch ungefähr 1,5 Meter Schlappseil, also zieh gleich einmal gescheit an. Passt. Ja.
wenn der Tom dann bei dir ist, lass dann einfach irgendwo stehen und dann kannst du mich auch aufsichern. Spring! Geil. Was meine ich? Jupp. Ich hab zuerst überlegen müssen, wo? Höhle? Ah, das ist noch ein bisschen größer. Du kannst, wenn du willst, da unten stehen bleiben. Oder da vorne hin, ja. Oben drüber. Also du musst oben über das Seil drüber. Du kannst auch wieder zurückgehen eigentlich ein Stückchen. Das, den hinteren Felsen darf er mitverwenden. Und da jetzt schauen, dass du draufsteigst. Das geht gut, ne? Dann nimm dich kurz, dann geht's leichter. Einfach reinhängen, oder? Oh, du bleibst am Seil kurz und stellst dich darüber. Okay. Kannst du auch machen. Das ist gut, oder? Kannst du stehen so? Ja, das ist wichtig zu werden. Dann hast du ein bisschen Spiel an. Okay. Hallo Echo. Tschüss. Alright, der Thomas steht in der Wand. Na dann, einziehen bitte. Okay. Wenn du leicht übergewichtig bist, hast du wahrscheinlich ein Problem. Aber schau mal, wie geil rund die Höhle aus. Das ist wie eingeschlagen oder wie eingebohrt. Schau, wie geil die Sonne jetzt zubekommt. Gut. Gleich ist um die Ecke.
Das wäre eigentlich nicht, wäre eh blöd, wenn es viel früher losgehen würde, weil dann hätte es gar keinen Sinn mehr. Ja. Und, da unten liegt es kiloweise Seil. Ganz abwärts vom drüber rutschen. Boah, da ist das Seil auch schon gescheit aufgewetzt eigentlich. Na, da schon. Die Enden halt. So, was du mit dem vergleichst? Was ist noch auf gerade? Das ist ganz normal. Das ist schwierig da, ne? Da wird er gut gehalten. Oh, ah ja. Bauen wir gleich mit 3 Haken. 4. Okay, ist ein bisschen überhängend, ja. Da den Kamin rauf, das wäre schon lauernd. Na, fast geht es mit der Sonne aus. Und Erik, sein rechter Fuß kriegt schon ein paar Strahlen. Hoppala. Der Panic Button. Ja? Okay. Fängst du noch, bevor du raussteckst, die Expressen aus? Yes, Sonne! Oh yeah! So, sehr schön. Und da schön raufgesichert. Sagen wir auch. Schneidig, muss ich sagen. So. Dann geht einmal irgendeiner in die Höhle rein. Und zwar muss dem Tom da ein bisschen mehr Seil geben. Ja, dann müssen wir schnell anders hinstellen. Die hängen mit drinnen einfach raus, oder? Dann nachher drinnen. Oder naja. Wir können es nämlich so machen, dass wir alle fertig drin im Seil bleiben. Einfach gemeinsam durchkrabbeln. Mhm. Oder mit der Tonda fertig ganz durchkommt. Braucht ein bisschen Sache. Braucht er dann ein bisschen mehr Seil nachher. Naja, wobei. Kann sich schon ausgehen, oder? Genau. Mach dich halt gut. So, und dann am besten mit einem Mal durch. Das nehme ich dir noch ab da. Also ich kann jetzt durch bis ganz um die ja, soweit so das Seil jetzt halt einmal durchlässt, zulässt. So. Na, warte, ich hinter das da hinten rein. Auf alle 4 gerade, oder? Das letzte Mal ist die Petra nämlich am Funkgerät und hat umgerobbt. Oh yeah. Aber sie halten es wunderbar aus. So ist es nicht. So, Spaß, reicht schon, reicht schon. Falls er da zurück runterkullert, dass er nicht so weit fällt. Ja, doch nicht. Da hat er der Birnhirn auf. Richtig, genau. Genau, da kann man den noch, wie schaut man den ein? Auf der Seite, hat die Schwarz drauf. Dann haben wir nämlich noch die Intrige noch. Und wir haben schon Intrige. So, ganz hell. So.
cooler, wenn ich da eh noch weiter aufsteigen kann. Ja, probier. Das ist zwar ein bisschen rutschig. Den Bauch reinziehen. Perfekt. Warte, bleib kurz so dran. Müssen wir ja auch noch ein Foto machen. Ich fühle mich ganz wohl, oder muss ich sagen. Fühlst du dich wohl? Sehr gut. Was? Foto gemacht. Aber du rappst nicht drauf, wenn wir da um. Ach, das ist bitter. Warte, ich muss das Walkie-Talkie nochmal probieren. Aber ich steck's einfach ein. So, und wenn's Max, kannst du dem Tom jetzt so viel Leine geben, wie er haben will. Wie viel will er denn haben? So, du wirst jetzt an der langen Leine gehalten, Tom. Das geht über dich. Wenn wir dann zum Wurstel also. Ja, wenn ich drin bin, wirst du uns dann eh beide aushängen. Und dann schaue ich, dass ich da drinnen irgendwas finde, wo ich dich ein bisschen reinsichern kann. So. Ja, will ja gleich alles. Alles oder gar nichts. Was das ist, oder sollen wir mal stoppen, dass wir da gemütlicher. Passt so. Tom, Seil aus! So. Das ist wirklich schon ein bisschen klappt da. Ja, ich glaube, er ist noch durch. Achso. Ja, wenn du durch magst, kannst du gleich abschnallen. Bis du willst. Da hinten, wo das Licht ist, schau aus. Nein, das ist jetzt der erste Ausgang und wir müssen zum zweiten. Okay. Pass auf den Wacke auf, das schleift gleich vorne am Baum. Hast du da? Ja, weißt du. Ja, wenn es nur so ein bisschen schleift, ist wurscht. Na, sag mal. Ich will nur nicht drauf und mal drum rücken. Gut, alles auf sein Weg. Das ist eine kleine Drittstufe, war das echt super. Da, schau. Da hast du die Finger hin. Wie viel Seil hast du denn da? Da kommst du da rein. Das ist das letzte Mal besser gerade. Crap. Auf was wird die Expressen? Ich kann nur schieben von da. Warte mal kurz. Aufpassen, du hängst los. Ja. Das ist das Problem. Das ist ein bisschen zu dick. Zu viel Zeugs mit. Das letzte Mal habe ich schön sauberlich alles entfernt. In den Rucksack rein. In den Rucksack rein. Geschmissen. Aber das verhängt sich da alles.
ich wenigstens, dass das so nicht funktioniert. Ja, die sind hinten, das müsste gehen. Die auf der Seite sind problematisch. So. Das ist Nummer 2. Bin ich da gestimmt? So. So. Danke. So. Kannst du nochmal dein ganzes unnötige Zeug da reingeben? Ich habe nicht mehr so viel und ich kann es nach hinten hängen. Aha, okay. Das meiste Zeug von mir hast du. Sehr gut. So gehört das. So. Schau mal, ob ich dich da irgendwo sichern kann. Ja. Da ist nicht. Ich werde dich an mir sichern und mich einfach hinlegen. Mhm. Von da, wo du jetzt stehst? Genau. Okay. Den guten alten HMS. So. Das heißt, hast du schon unsere Sicherung abbauen? Nein, die hängt noch. Genau, die kannst du mal abbauen. Aber du lässt dich noch mit deiner Selbstsicherung hängen. Ja, und ich hänge auch noch im Mittelseil, im okay. Großen. Na, da kannst du hängen bleiben. Also, ja. Du kannst den hängen bleiben, bitte. So, Seil frei. So, dann ziehen wir das nochmal rein da. Geht? So, eins ist drinnen, zweites noch. Mhm. Ja, geht noch. Da. So, dann hänge ich dich schon wieder am HMS ein. So, ich ziehe mich da schön rein. Dann kann es schon losgehen. Ja, Moment. Hängen wir noch das Walkie-Talkie hinten drauf. In der Hoffnung, dass es da hinten drauf bleibt. Tom, hörst du uns doch? Voll. So, dann löse ich die Sicherung bei mir. Sehr gut, ich hab. Ja. Alright, dann schauen wir mal, da auf der anderen Seite muss die andere gehen. Ist gerade dabei. Alright. Und es geht schon. Perfekt, das soll ich ziehen. Warte mal. So, also wenn es sehr bequem liegt, kann ich ein Foto von dir machen. Sehr fein, ja. Das ganze Netz ausgerührt. Ich kann also mit den Füßen hinten abstützen und halten. Geht sich genau aus. So, da brauchen wir aber Blitz. Yay!
Sehr leicht. Hat funktioniert. Passt. Dann kommen wir mal weiter. Hoppala. Ja, da weiß man, wozu man helfen. Ohne Rucksack ist das total angenehm. Das glaube ich gleich. So. Ich habe das Seil am Leib ziemlich durcheinander gemacht. Macht nichts. Dafür ist es da. So, alright. Passt. So, wir können gleich drin hängen dran eigentlich. Ja. Und gleich noch dran weiter. So, magst du gleich die Sonne meine? Dann nach dir, du machst ein schöneres Video. Ah, ist das gemütlich. Servus! Ich glaube, da geht's weiter. Da ist schwierig. Da gehen ein paar 4-5 Routen auf. 1000 Ketten gerade auf. Schauen wir mal. Ja. Hängen wir da? Ja. Da oben ist voll die ganz kleine Höhlen, werden da in alle Richtungen weiter. Das ist voll die fette Kreuzspinne über dem Sessen. Wenn man hinschaut, dann war sie weg. Sitzt sicher irgendwo in meinem Rücken. So, ein bisschen Staubiges. Da kommt es für Katzen. Boah, stopp. Wir fahren dort drauf. Hallo, grüß euch. Hallo. Das ist von da weg nach oben oder von unten rauf? Von da, so 10 Meter unter uns, ist da dann der Hochzeit und der. Wo das geile Himmel ist drin. Ja, die werden wir dann oben vielleicht. Ja. Fesch. Ich würde jetzt mit kalten Leuten auf, wie viel Leute der ausfällt. Ja. Das wird gut, das wird aber schwierig. Wir machen die einfache Variante. So, du nimmst immer mal die schöne Aussicht. Mhm. Ich schau mal, ob ich die noch so einhalte. Ja.
wir gehen noch in den Saal, oder? Das ist wurscht, ich hänge in der Mitte. Aber wenn du das bei dir wieder festmachst, zahlst du zumindest einmal Teil mal mit wieder. Das brauchen wir irgendwie sein. Was ist denn auch daran drin? So wurscht jetzt bis wir. Achso, ja. Ja, absolut müssen wir nachher ja noch. Na, hab schon. Geil. Da oben liegt er. Das können wir jetzt mal oben lassen. Ja. Ja, aber aufpassen, dass wir es nicht ganz senkt verschleifern oder so. Mit der Neidbahn. Bergsteiger halten. Klug, schwer auseinander. Dosigkeitsfaktor 10.
Oh yeah. Oh yeah. So. Dann werden wir jetzt mit einem S raussichern. Was machst du jetzt? Bitte, was heißt das? Was machst du beim S? Halbmast. Es ist dieser Knoten da, der Halbmast hier. Ja. Wenn man richtig machen. Der Karabiner ist immer dumm. Genau. So. Trotzdem bitte beide Seile einhängen. Das mache ich jetzt nur wegen der Sturzbelastung vom Seil. Weil man mit einem Einfachseil nur einfach Strang stürzen sollte. Und beim Doppelstrang darf man das nur mit Halb- oder Zwillingsseilen machen, weil wir stärkere Dehnung haben und dann quasi nur im Doppelstrang richtig guckt. Genau. Okay. Plan? So, zum guten Verlauf schaut das so aus. Nämlich, du kletterst da direkt so mal rauf. Mal schauen. Was man mal dann, ich weiß nicht, ob man da schon den ersten Haken sieht. Aber der ist relativ bald da. Von da direkt sehe ich ihn jetzt nicht. Genau, und dann halt direkt, also, ich glaube auf der Kante schon, einfach rüber gehen. Die zieht sich bis nach drüben, bis dorthin, wo man mal raufkommt, da hängt so ein weißes Statikseil. Das weiß, da hängt eh gleich das weiße Seil, also 5 Meter. Genau, an dem kannst du dich anhalten und weiter nach oben gehen. So. Also wenn du magst, kannst du, genau. Und direkt, wenn du oben beim weißen Seil ein bisschen aufgeklettert bist, hast du mal 2 Haken. Ja. Dann machst bitte einen Zwischenstand. Okay. Also auch einfach uns irgendwo reinsichern. Also dich sichern. Kommt hier dann nach, oder? Und, ja, richtig, genau. Na, wir können uns das eh zusammenpumpen. Ja, ja. Aber, dass wir dort dann wieder zusammenstehen. Genau. Alright. Passt? Ja, kann schon losgehen. Apropos, was meinen Sie noch da? Ja. Ja, und da ist die erste. Stand. Seil ein. Thank you.
bisschen entwirren. Alright. Seil aus und der Tom und ich müssen uns noch einmal aushängen, weil das Seil so verdreht ist. Also jetzt bitte nicht ziehen. Kriegen wir einen Zündack? Ack. Gesichert, du kannst uns jetzt nachholen. Okay, ich fange wieder mit dem linken an, wer auch immer das vor euch ist. Okay. Band weitergehen, oder? Ja. Geh mal ein bisschen nach, oder? Ja, Moment.
Ja, aber das kann man nachher auch noch machen. Das gleich beim Aussteigen, da geht es dann schon ein bisschen im Ofen, gell? Was denn da ist, was nochmal passiert? Da geht es ein bisschen runter. Du kannst hinter mir raufgehen. Hinter mir ist noch ein Haken, aber du musst übers weiße Seil steigen dann. Okay. Stopp, 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 übers weiße Seil. Ja, übers. So, jetzt schauen wir schnell, dass wir da gerade kommen. Wo kommst denn du daher? Das da. Alright. Geh außen um mich herum. Mhm. Direkt über meiner linken Schulter ist noch ein Haken. Du kannst dich anhängen. Das geht nicht los. Ich stehe da eh super. Okay. Thomas ist safe, ich fange an, dich zum Sichern. Danke. Da gibst du den innen rein, also über deinen Kopf drüber. Nein, das geht nicht. Weil ich da also quer häng. Kannst du einziehen? Ja. Sind wir schon dabei. Wo kommen da die Schlafen durch? Dann schon ein bisschen Abwärtsgeschichte des Gesteins. Jetzt geht da mal drüber. Das mal ein Schlag raus. Alright. So. Häng ich mich da mal dazu. Hm. Also, da. So. Boah. So. Geile Sache. Lustig, oder? Mhm. Ist echt lustig. So. Und jetzt geht's da so rüber. Okay. Genau, ganz gemütlich. Da kann jetzt irgendwer vorstellen, warte kurz. Muss dich zuerst da in der Sicherung reinnehmen. Das drunter steigen vom Seil. Perfekt. So. Sind da Haken drinnen? In der Wand? Da geht mir das aber nicht.
Ja, genau. Kann man mal das lassen wir mal dran. Wird gut. Tom, du bist irgendwie gesichert? Ja, gleich, wenn ich dann da weg bin, gell? Also ich stehe perfekt da. Ja, ja, passt. Aber ich kann jetzt da mit umsteigen. Sich da dann auch einmal einhängen. Perfekt. So. Alright. Sehr gehe ich gut. Außen an dir vorbei, wenn ich an der Wand stehen. Und oben dann irgendwann am Baum sichern. Wie weit geht's denn davor oder geht's so weit du willst? Also am besten ganz nach vorn, bis irgendwann einmal so ausgetrampelter Pfad nach vorn geht. Also auch noch da außen nochmal drum. Richtig, genau. Also alles außen, also wir haben quasi keinen Felskontakt mehr. Okay. Sind noch Haken oder sind sonst keine mehr? Ich glaube, ein Zwischensicherungshaken ist noch da. Okay. Du kannst dich mal einhängen und von mir, so, wenn du willst, dann irgendeiner Wurzel oben noch einmal. Dann sitzt du irgendeinen schönen Baum. Da ist noch einer und dann geht's darauf. Also du kannst noch weiter rüber gehen. Weil dann geht's am Felsen aber weiter. Aha, ja, und dann so einen ausgetretenen Pfad nach oben. Der geht darauf, ja. Aha, okay. Dann gehe ich da hinauf. Stand. Ein.
Okay. Einer bei euch hängt an dem Seil, an dem ich anziehe, der kann nachsteigen. Das erste Seil, ja. Perfekt. Wow! Nicht werfen, hinlegen. Ja, aber wenn ich da hinlege, dann fliegt er voll an. Dann leg ihn oben über dir hin. Am besten, glaube ich. Thomas ist safe und du bist eingehängt. Ich komm, bitte einziehen.
Gute Luft. Der Birnenblendner. Okay, Gesundheit. Habe ich gar nicht gesehen, dass da noch eine zweite Höhle da so runter geht. Ja. Mal wieder eine zweite Höhle runter. Wo ist der Eingang? Die muss direkt unter uns sein. Das ist ein kleiner Abgang. Kann ich sehen. So, geschafft. Alright. So, ich halte mich da kurz an. Mhm. So, prinzipiell können wir uns jetzt aushängen. Oder wir sichern uns nur einmal irgendwie so kurz um den Motor. Dann noch dann so weiter oder? Ja, oder dass du dich einfach aushängst. Ich häng dich mal aus, gell? Ja, genau. Just for info. Und wenn du weitergehst, wenn du fallst, halt bergab fallen und nicht bergauf, dann gehst du nämlich um den Baum da rum und dann passt es wieder. Einmal um den Weg geht. So. Sehr gut. Genau, und jetzt geht es eh da direkt in die Gleise da rein nach oben. Und linke Hand ist dann das Gipfel gerade. Gute. Da hinauf. Genau, gerade nach oben. Gehen wir da außen an, oder? Einmal irgendwo um den Baum und wir können schon nachkommen. Passt.
Hoppala. Okay. So, schneide ich durch, nicht korrekt hat. Dass keiner mehr die Stirnlampe auftritt. Sehr gut. Brav. Die war vorhin auf. Ja, ich hab gesagt, genau. Sabine Leichtner. Passt, geschafft. Auf zum Gipfelkreuz. Nehmen wir das Saal nur so? Ja. Ja, kurz ein bisschen zusammen. Nehmen Sie hier mal, dass Sie mal was da. Jetzt hat keiner ein Gipfelbier für Schnaps oder sonst irgendwas nicht. Leider nicht mehr. Schlaf mal ein Stück daheim. Ja. Und dann geht's wieder raus. Und dann geht's wieder raus. Ein Gipfelshit. Ich sehe übrigens gerade am Weg drüber eine Eidechse. Wir gehen da unten. Okay. Ah, da hinten ist. Ja, da drüben ist auch einer gewesen. Aber wir können das Seil eigentlich da liegen lassen auch, oder? Richtig, genau. Ja. Okay. Weil da wird eh keiner sich das trauen. Geil, der Scheiß. Das ist eine nette Aussicht. Sehr cool. So. Super. Geil. Hat irgendwer von euch zwei Geocachen? Ich hab schon einmal, ja. Aha. Schlüssel. Da unten wäre ein Geocache. Wenn es interessiert. Das schaut ziemlich gruselig aus. Die Perspektive von da schon auch gut aus. Oh oh! Halt der Bogen da? Bis jetzt schon, ja. So, passt. Geiler Scheiß. Ich hab noch mal ein Gesicht. Kreuz, oder? Geschafft. Und dann vor alle drei eins. Genau. Am besten mit rüber. Auch so niedrig. Voll der Gegengras. Wenn ich heute keinen Helm aufgehoben hätte, ich hätte mich 15 Mal angehauen. Ja, ja, in der Höhle sicher. Ah, doch niedriger.
Blitz und was ging nicht vorne. Ja, schemenhaft sieht man. Umrisse. Es reicht, kann man identifizieren. Genau. So, sehr schön. Dann genießt man noch ein bisschen die Aussicht. Jetzt schaue ich aber auch einmal zum Geocache runter. Ich habe mir das letzte Mal auch wieder entgegen zu fragen. Erst schreibst du zurück da rein. Da liegt der Wasser. Mitte kommt, Achtung. Ja. Mhm. Das ist die Mitte. Schau mal bitte, dass im anderen Ende auch ein Knoten drin ist. Ja, ist da oder sonst irgendwas. Mhm. Passt. Dann geht hier einen Schritt hinter das Seil. Dann ruft einer bitte das Seil runter und wirft ihn das Pump darüber. Ohne dass er hängen bleibt am Seil. Ja, einen Schritt vor. So. Seil runter! Perfekt. Ich kann sein, dass ich das ein bisschen verheddert habe. Ja, das macht nichts. So. Ich zuerst abseilen oder weiß jeder, was er zu tun hat. Ich weiß. Gut. Dann seile ich mich mal zum Strandplatz runter. Mhm. Dann seile ich mich mal zum Strandplatz runter ab. Geht man da jetzt beide durch, oder? Geht man dann beide durch jetzt vorne? Mhm. Richtig, genau. Das ist geschickt, wenn ich noch einen Karten noch hätte. Da kann ich für die machen.
Sicher, oder? Bei dem ist es im Prinzip eh wurscht, wie um und um man den nimmt. Da hat er leichte Auskleidung. Eigentlich gehört er anders um und um, aber. Also, da hat er doch die Auskleidung. Da ist die Einkleidung. Dass du es runterziehst. Okay, sollte eigentlich nicht sein, aber macht nichts. Okay. gut. Ich funke euch dann an, wenn ich mich unten gesichert habe. Ja. Kann der nächste, sprich Dom zum Beispiel. Mhm. Und dann schauen wir mal, dass das nicht hat. Muss der letzte um das. Letzte muss gar nichts machen, nein. Okay, den muss ich sicher, den sicher mit dran kommen. Das Seil ziehen wir nachher nur durch. Es ist kein Halbseil. Den Stand kann man einen verfüllen, oder? Ja. Schwer, glaube ich. Und wenn, dann musst du ihn auch verfüllen. Achso, eigentlich hast du vom den wirklichen Zug von Saal hast du eher oben, deswegen gehört die Kerbung wahrscheinlich eher auf dich. Der ist auch dann wird es so gut und unten aus und da gibt es nur noch. Ja. Außerdem siehst du das Logo lesend, wenn es so heißt. Das geht nicht so wahrscheinlich. Achso, haben sie es umgekehrt auch mal. Bei mir geht es nur so. Ja, da kommt unser Taxi. Das ist so geil, wie die Nadelbäume da dazwischen einfach grün rausstechen. Drusch. Ich muss dann nur einen Knoten entwirren. Stein! Hat dich der nicht erwischt? Nein.
Nein, der fliegt schön über mich drüber. Voll die Stabschicht im Doppelglas drin. So. Hoppala. Verkehrte Seiten. Achtung, Stein. Bo. Klassiker. Kein Plan. Stand, der nächste kann kommen. Alright. Kannst du mal einhängen? Passt? Langsam. Ja. Langsam nachlassen. Und zuerst noch aushängen. Thomas kommt runter. Passt. Achtung, Thomas!
Teil 3. Okay. Komm herunter. Okay. Andere Richtung. Das wollte ich gerade schauen. Na ja, warte mal. Wenn wir 60 Meter Seil ist, ist es nicht ausgegangen. Und das wäre nicht so schlecht. Mit 60 ist es gerade nicht ausgegangen? Das ist nicht ausgegangen. Ne? Und ausstecken oder? Nein, so genau weiß ich es nicht. Aber Vortex hat gemeint, das ist nie und nimmer ausgegangen. Ja, das könnte schon ausgehen.
Schauen wir mal, sonst ziehen wir es wieder hoch. Komm nicht, oi, komm nicht, oi! Schauen wir mal. Die linke Hand ist eher höher. Achtung, Seil! Zerlegen wir den Baum. Perfekt. Gleich runter. Linke Hand ist höher, das traut sich aber da um. Ich soll da ein bisschen schwimmen. Rapp, tap, 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 tap. Unten ist ein Überhang übrigens. Kannst dann nicht mehr mit den Beinen arbeiten. Bis später. Und eine Höhle. Aber das ist nur ein Stumpfen. Drei Meter noch über. Nicht schlecht, sehr gut gesetzt. Seil frei. Kannst du das Seil ein bisschen Richtung Berg bewegen? Also Richtung, wo du das Ding, wenn du zum Anschluss rechts. Ja?
wissen jetzt genau, wie weit wir uns abgeschaltet haben, ne? 67 Meter. Ja. Mit ein bisschen Seildehnung. Außerdem hast du nur das halbe Seil. Ah ja, also 40 Meter. Wobei es, glaube ich, sind eher um die 30. Ein bisschen was liegt herunten. Und wenn da jetzt 3 Meter oder 2 Meter am Boden liegen, sind es insgesamt 4 bis 6 Meter, die fehlen im Seil. Ungefähr 30. Und wieder zurück. Seil frei. Nein, nicht bei mir. Ja, also der stimmt, der geht dann weil. Der geht nicht mehr. Das stimmt noch immer. Das sieht man ein Jahr in einem Stauben. Ja. Das geht mit dem 70er super geil aus. Ziemlich viele Haken sind da. Für Kletterrouten. Du mich komm. Ja. Schau, dass du am Schluss weiter rechts bleibst, sonst fliegst du in die Höhle runter. Also, jetzt einfach gerade runter. Und das war zuerst keine Schätzung, ich habe schon gesehen, dass es am Boden liegt. Ja, hat sich erst auffallen am Boden. Ja, es kann am Stein auch aufklatschen. Also das mit Hören weiß ich nicht. Aber demnach, dass ich gesehen habe, dass da am Boden klingt ist. Habe ich nämlich gar nicht geschaut, weil ich gar nicht damit rechnen kann. Ja, bist du auch ganz drin gestanden. Man notfalls kannst du, wenn es echt in Notfall nicht ausgeht, kannst du schauen, dass du da oben kommst zum Haken und die da drinnen sicherst. Ja. Mal schnell, ja. Abgehen. Aber optimal ist natürlich nicht. Aus, oder? Ja. Kannst du mal die Schuhe holen gehen, wenn du magst. Das wäre dann wegen die Zechen. Kommt. Passt. Sehr gut. Alright.